Bestimmt hat der eine oder andere mal so eine Effektlackierung gesehen, die als Crystal FX bezeichnet wird. Und sowas machen wir jetzt mal mit einfachen Mitteln selber. Dazu benötigen wir irgendwie eine vorbereitete Platte. In unserem Fall war es ein Stück Plexiglas, was jetzt gerade silber grundiert wird mit einem lösemittelhaltigen Lack, weil das, was da drauf kommt, wasserbasierend ist und eine andere Farbe anlösen würde. Das Ganze könnte man auch genauso gut mit einem lösemittelhaltigen Spraydosenlack machen, falls das mal einer daheim ausprobieren will und nicht gerade eine Spritzpistole oder Kompressor zur Verfügung hat. Was wir benötigen, ist ein Alkohol, in diesem Fall Isopropanol, ein, zwei Tropfen Spülmittel, dazu ein Gefäß zum Anrühren und in dem Fall AdBlue oder Pingo Blue, also Harnstoff. Das gibt es in großen Kanistern an der Tankstelle. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen verstärken, falls es nicht intensiv genug ist, indem man sich Harnstoff in der Apotheke kauft. Unter der Bezeichnung Urea gibt es in Pulverform. Das gibt man dann dem AdBlue einfach hinzu. Wenn man die Harnstoffmischung selber herstellen will, dann nimmt man destilliertes Wasser und Alkohol im Mischungsverhältnis 1:1 und pro 100 Gramm ungefähr 50-60 Gramm Ureapulver. Das Ganze wird dann natürlich im Becher dann gut durchgerührt. Ein Tropfen Spülmittel, wie gesagt, dazu zur Minderung der Oberflächenspannung des Wassers. Und ja, das Aufbringen, das entweder füllt man das in so einen Pumpsprüher. Allerdings hat das dann auch so den Nachteil, dass diese Pumpsprüher relativ schnell verkrusten, weil sie über Salze bilden und dann nach kurzer Zeit nicht mehr funktionieren. Also man kann es entweder dann noch drauf gießen, wie ich das jetzt zum Beispiel mache, oder aber eben im Pinsel auftragen und ein bisschen vorsichtig verteilen. Weil das fängt ja erst nach einer Weile an zu kristallisieren, wenn das Wasser bzw. Alkohol anfängt zu verdunsten. Ne? Und durch Zufall, durch das Ablaufen, kann man auch noch so ein bisschen die Effekte steuern. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, Fett dürfte eigentlich nicht mehr drauf gewesen sein, aber man kann den Basislack vielleicht vorher nochmal ein bisschen mit Silikonentferner abwischen, damit sich das dann besser drauf verteilt. Aber das soll ja jetzt auch nur so ein Beispiel sein, zum Zeigen, was man da so mit anstellen kann und ein bisschen auch selber rumexperimentieren. Das ist schon ganz interessant, was es dann nachher für willkürliche Muster gibt. So, ich verteile das jetzt so ein bisschen, lasse das einfach ablaufen. So, jetzt fängt gleich die Kristallbildung an, das ist so ein bisschen auch abhängig von der Wärme und der Konzentration. So, jetzt habe ich das im Zeitraffer aufgenommen, also das ist jetzt noch eine normale Abbildung, da sieht man es noch nicht so. Also das sind jetzt so die ersten Strukturen, wo sich da bilden, so die Anfangsphase, sage ich mal. So, und jetzt kommt das Zeitraffer. Ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennen kann, wie sich dann die Kristalle bilden. Man muss es vielleicht mehrmals sich ansehen, damit man so die Veränderung bemerkt. Es ist doch auf dem hellen Untergrund etwas schwierig zu sehen. Also hier sieht man es ein bisschen deutlicher durch die wechselnden Lichtverhältnisse. Da am Rand, da war ein bisschen zusammengelaufen, da ist es noch nicht so schön. So, und hier sieht man jetzt dieses Urea, was es in Apotheken gibt, das ist so in Pulverform. So, und jetzt danach wird praktisch diese Platte mit dem verdünnten Schwarz behandelt. Das setzt sich dann in diesen Vertiefungen zwischen den Kristallen ab und bildet dann einen dunklen Untergrund, weil die Kristalle, die werden ja hinter abgewaschen einfach. Und dadurch kommt dann an diesen, da wo sich die Kristalle gebildet haben, kommt dann das Silber wieder zum Vorschein und das gibt dann nachher diesen Effekt. Ich habe hier ein relativ dünnes Schwarz genommen,
Es war vielleicht am Anfang ein bisschen zu dünn. Ich habe es dann später ein bisschen intensiver genommen. Das muss man auch mal ausprobieren, was da am besten ist, weil da ist die Haftung dann natürlich auch unterschiedlich. Es kann halt sein, dass man stellenweise dann beim Abwaschen wieder ein bisschen vom Schwarz mitreißt oder so, aber im Nachhinein fällt das eigentlich gar nicht auf. So, während ich da am Sprühen bin, kann ich noch dazu sagen, dass natürlich diese Methode, da, aufgrund dessen, dass das Material unheimlich dünn ist, kann man das eigentlich nur auf geraden, waagerechten Flächen verwenden. Also wenn man dreidimensionale Objekte hat, dann muss man halt die Flächen so nach und nach damit bearbeiten. Also so, dass man immer eine gerade Fläche hat. Klar, wenn es abläuft und so weiter, das ergibt dann zwar auch Strukturen, aber das wird vermutlich schneller ablaufen, wie sich Kristalle da bilden, ne? Das muss man einfach mal ein bisschen durchexperimentieren, was da die beste Lösung ist. So. Jetzt sieht man ganz gut die Strukturen. Jetzt ist verwende ich also ein stärkeres Schwarz. Da werden die gleich sichtbar. Diese Kristalle. Man sieht die ganz gut, das sieht aus wie so ein weißliches Salz hinterher. Und das wird dann später einfach mit Wasser abgewaschen. So, jetzt ist das Schwarz fast fertig. Also ich habe das jetzt ein bisschen geschnitten da. So, und jetzt wird im Prinzip das Salz abgewaschen. Also hier verwende ich jetzt einfach Wasser und einen Schwamm. Man kann auch eventuell ein Schleifbett, je nachdem wie die Kristalle sind, ob sie schwer runtergehen, kann man auch ein Schleifbett mit Wasser nehmen. Aber in der Regel reicht da eigentlich ein Schwamm oder ein feuchtes Tuch und ordentlich Wasser reichen da völlig aus. Jetzt wird das dann praktisch von dem Salz obendrauf befreit, weil das würde dann nachher auch den darauf folgenden Lackfilm stören, wenn da irgendwelche Salze drin sind. So, jetzt ist das gleich erledigt. Und dann geht es weiter zum Kolorieren. Dafür kann man dann entweder eingefärbte Basislacke verwenden, die transparent sind. Das bevorzuge ich eigentlich immer. Oder man kann natürlich auch den Klarlack mit einem Candy, also mit einer Lasur einfärben, wenn man das jetzt nur einfarbig haben will. Da ich aber hier mit verschiedenen Farben arbeite, nehme ich da immer einen transparenten Basislack, so direkt aus der Mischanlage, und der wird dann entsprechend mit Candy-Konzentraten eingefärbt. Weil dadurch, dass ich das so runtergeschüttet habe, also es ist ja abgeflossen von dem Plexiglas, ergab sich so willkürlich wie so eine Art Pflanzenstruktur. Und das wollte ich jetzt einfach so spaßhalber mal ein bisschen betonen, das Ganze durch die Farbe. Ist natürlich dann immer interessant, was hinterher so bei rauskommt, wenn man da so ein bisschen mit rum experimentiert. Ob man da irgendwelche Sachen rein interpretieren kann oder auch. So, da habe ich jetzt so ein Candy Blau genommen, um dem Ganzen noch so ein bisschen Tiefe zu verleihen. So. Man könnte auch sagen, vielleicht wäre es blauer Himmel oder wie auch immer. Hier wird noch ein bisschen mit Orange gearbeitet. Und zum Schluss kommt dann einfach mal ordentlich Klarlack drauf, wird dann später noch geschliffen.